Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur zweiten Staffel von Telltale Batman. Ja, wie man hier im Menü sieht, sind es wieder 5 Episoden, die vor uns liegen. Die letzte ist noch nicht verfügbar, die muss jetzt aber nächste Woche eigentlich kommen. Und ich würde einfach mal sagen, fangen wir mit der ersten an. Und ich halte zu Beginn mal meine Klappe, weil bestimmt gezeigt wird, was wir in der ersten Staffel gemacht haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Ich würde das einfach mal ablaufen lassen und dann sehen wir mal, wie das Ganze startet. Ich bin mal gespannt. One fateful night, my parents gave their lives for me. They became my heroes, their legacy untouchable. Until I learned the truth. My father, Thomas Wayne, was a criminal. He ruled over Gotham from the shadows. And everything I thought I knew about myself changed forever. The children of Arkham exposed the truth about my father to Gotham. Their attack turned friends into enemies and threw the city into chaos. I was committed to Arkham Asylum, where I escaped with the help of a mental patient named John Doe. After a bloody battle, I put an end to it all in the catacombs beneath the city. The Penguin, Two-Face, and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman, but they would not be the last. Spring has arrived in Gotham, and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the Children of Arkham, marking another triumph for newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning, Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice, Blick über ganz Gotham, wie es aussieht, oder? Essential to the security of the city. Ah, ja. Things are looking up, citizens. Das Fragezeichen sagt schon alles. Leute, die sich ein bisschen mit Batman auskennen, wissen jetzt auch schon Bescheid. Wobei am Anfang ja auch das Bild gezeigt wurde, wer jetzt in der Staffel der große Böse ist, beziehungsweise in der Episode. Also ging doch schneller mit dem Rückblick, als ich gedacht hätte, jetzt zu beginnen. There it is. Rumi Mori, import-export magnet, one-time Pipex CEO, international arms dealer. The world sees Mori as a legitimate businessman, a philanthropist who gives to charity, not a criminal getting rich off the suffering of innocents. A masterful performance. I wonder, if a man hides in plain sight for that long, does he forget who he really is? What do you think, Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. Keine Ahnung. It's hard not to become the mask. At least a little. I can believe it. We are what we do, after all. With you, I question whether Batman is the cover or Bruce. Masks are hard to maintain. If there are cracks in Mori's, we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing. Meaning that if he's doing arms deals in Gotham, they happen on the casino floor. I need to find a way to hear what Mori is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Ach, wir wollen da jetzt näher dran, um das zu hören, was sie sagen. Alles klar, dann gucken wir uns. Consumer model. Could be a good way to hear Mori's conversation. Also das könnte ich hacken, ach, und da kann ich mir dann gucken, was das nochmal an. Looks like roulette is his Achilles heel. He has a reputation for being lucky, but then you don't need luck when you own the house. Ich wollte schon gerade sagen, vielleicht betrügt er ja irgendwie, aber gut, wenn ihm das Haus gehört, ist wohl klar, was da abgeht. Made a fortune running guns during the Arab Spring, diversified into biotech shortly after. From what I understand, he is not one for pinching pennies. Mhm. Oh, hier ist noch was. Hotel security are guarding him particularly close. A man like Mori counts more enemies than friends. I wonder why that is. Ich frage mich, warum wir jetzt hinter Mori her sind, aber das werden wir wohl noch erfahren. Al, I'm hacking into Mori's phone. Encrypting your signal.
Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Maury's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a badge. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Sie sind nicht Some place where only high rollers go. Soll ich sie mal richtig vorstellen? Sorry to be blunt, but you're not my type. Excuse me? Oh, ich bin ein no, Arsch. Really, I've got pretty specific tastes. Ja, get na, sehr yourself, speziell. Bruce. Also Bruce steht halt auf Katzenladies und Clowns. Da kannst du einfach als ganz normaler Mensch nicht mithalten. Mhm. What the hell are you doing here? Ja, ich bin definitiv ein Arsch. Stop me if you've heard this one before. Oh, oh. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you 10 times. Our arrangement is over. Death, Maury. I am death. Something's happening, and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Riddler, ne, bei dem anderen Batman-Spiel, ich hab ihn gehasst. Und ich kannte ihn erst Are auch nur aus diesem Spiel. Rude? Und ich war so gegen Bruce. Riddler. You think your gibberish intimidates me? That's him. You'd better... How about we go back to my place? Wait, what? I'll call my driver. Meet me outside. Hey, okay, ich dachte, er sagt was anderes. Excuse me. Oh mein Gott. No one threatens me in das my own casino. Security! Ja. Sir, it's time to leave. For ich dachte, you? Er sagt, geh mal raus. An easy one. What question nicht can sowas. You never answer? Yes, to. Haben wir die Episode schon go. Mal als Mr. Arsch begonnen? Das wäre irgendwie gut. Wrong. The correct answer is, are you dead? Ich würde mal sagen, ja, er ist tot. Now, let's get started. Get out of there. Get your suit. Tolle Musik. Kann man wahrscheinlich gut zu kämpfen. Na gut, oder tanzen, aber das wollen wir wahrscheinlich know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Kein Fehler. Jetzt muss ich erstmal hier gerade wieder in diese Quicktime-Events reinkommen. Okay, das hat ja schon mal gut funktioniert. Kann man das Batmobil hier widerstehen oder wie kommt er jetzt an seinen Anzug? Commissioner Gordon on the line, scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Oh. Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. There's a squad on the way. I'll be there shortly. Be ready for a fight. Riddler und seine Rätsel, wie ich sie gehasst habe. Wirklich, in den anderen Spielen musste man gefühlt 100 Stück von denen lösen und ich habe immer die Krise gekriegt. Aber gut, zum Glück ist das hier nicht. Und es gibt ja auch andere Visionen, da habe ich dann angefangen, ihn doch zu mögen. Aber oh, in einem anderen Spiel geht please, gar nicht. Please, we can make the deal. Anything you want. Stockt immer noch ein bisschen, vielleicht muss ich die Grafik our doch wieder noch wieder ein bisschen runterdrehen. Hatte ich jetzt this zum Beispiel what nicht happens gemacht. When you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I choose my words carefully if I were you. Listen closely.
No, please, don't do this! Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? Oh, mein Zeug ist hier rot. Bad drone, fully functional. Konnte ich zu Beginn diesmal gar nicht einstellen, okay. Auch mal interessant, ich glaube bei der ersten Staffel war es blau. Eigentlich kann man das am Anfang einstellen, aber vielleicht, ach wobei. Nee, aber auf dem Account, weil ich spiele auf meinem zweiten Account, habe ich das eigentlich noch nicht gespielt, deswegen. Okay, gucken wir uns mal Riddler an. A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. Da muss Riddler ja hier schon echt alt sein, wenn er schon zur Zeit von Bruce Vater die Stadt terrorisiert hat. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This Riddler certainly has an imagination. Schöne Kammer. Gut, dann gucken wir mal, was haben wir noch? Die Geiseln. Okay, zwei Stück oder Riddler's taking hostages. Casino patrons. Innocent bystanders. And they're clearly not his main target. Must be an insurance policy. Okay, dann müssen wir die auf jeden Fall retten, würde ich mal sagen. Cashier's booth. That'll do. Just need to take out the guard first. So, haben wir sonst noch was? Oder ist nur noch... Nee, ist nur noch der Sicherheitstyp. Ich würde mal sagen, mache ich gleich, aber erstmal gucke ich gerade in die Grafikeinstellungen und mache einfach mal einen Schnitt. So, gucken wir mal. Mal sehen, ob es jetzt ein bisschen besser läuft. Also es ist ja nicht mega gestockt wie bei der ersten Staffel. Aber ja gut. Wobei es teilweise bei den Spielen auch einfach manchmal wirklich an dem Spiel liegt. Weil ich das auch schon bei Leuten gesehen habe, die halt richtig guten PC haben. Ich spiele ja gerade auf dem Laptop, also. Kann ich nicht, damit nicht vergleichen. So, das war einfach. I'm losing patience, Maury. Are you expecting a hint? Give me an answer. Was können wir machen? Gute Frage. Batman, we can't get in. The front's covered by gunmen and they've got the back barricaded with blackjack tables. How should I deploy when we're inside? I'm relying on your eyes and ears. What's the best course of action? Zentrieren soll was sein? Was hatte ich denn, Frontalangriff, also so von vorn? Oder setzen Sie Tränengas ein, um die... Gute Frage. Einfach mal mit dem Gas versuchen. We need a distraction. Find a way to limit their line of sight. Sounds like a plan. You're completely insane. No. Ich kann einfach so. That's it. Das erinnert mich so ein bisschen an Saw. Ich glaube, Riddler hat zu viel Saw geguckt. Give him hell. We're counting on you. Ach so, ich darf mir aussuchen, wie ich ihn angreife, okay? Bam. Batman! You're ahead of schedule. I'm a little busy right now, but I'll see if I can fit you in. Not him, the hostage! Shoot the hostage! Was muss ich tun? Ach so. Aha. Tja, das war's mit der Knarre. Boah, wäre ich dem jetzt nicht ausgewichen. Hi, Bats. The Batman clearly isn't using his head. Break it open. With pleasure. Er scheint noch irgendwer Besonderes zu sein. Hm.
Okay, das Teil haben wir also immer noch. Ihn schocken, ihn festbinden. Schocken wir ihn noch mal. Oh. Nicht gut. I've heard stories in the streets about you, Batman. You're the biggest name in Gotham since, well, since I left town. Everyone's very impressed with you. I'm not impressed. Irgendwer hungrig heute Abend. Gotham's criminals have become zealots and thugs in cheap suits. Lecker. And you, I've come home to find a wannabe in my chair, eating my goddamn porridge. This is my city. You don't know me, Riddler. You have no idea what you're up against. You must think you're so special. You're not the first hero I've put down. You're supposedly the world's greatest detective. Yet here you are, completely at my mercy. Mm-hmm. I don't see much of it. Oh, you have to be kidding. Clever, but not smart enough. Let me show you how it was done back in the day. Komm, dann zeig's mir doch. Aha, wir haben den Kapuze abgeschlagen. Oh ja, ist sogar schon ein bisschen grau. Street hood. It just doesn't do it for me. Oha, das geht aber schnell runter. Oh. Follow the power lines. There must be a weak point. Ach, komm schon. Oh. You broke the cage. That's cheating. Think I care about your rules? I'd heard you were a man who followed a code. Why would you save that dirtbag's life? Maury made his money running guns, trading off the suffering of war. I believe in justice. Maury deserves a trial in a court of law. If he's guilty, his cell will be right next to yours. Justice? Ridiculous. Either way, you won't be the one to put me there. Hier, richtiger Kampf gegen Riddler in den ersten paar Minuten. Blöder Stab. Machen den Chuck Norris. Enough of this! Oh nein, hold up. You know how to scrap. I'll give you that. But it's not enough. Let's see how you do with something a little more cerebral. Better hurry, detective. Solve my puzzle soon. Or people are gonna get hurt. And we know you can't let that happen.
You should have called us before going in, Gordon. Waller? Yeah. After all, we're here to help. Ja, genau. Vertraue niemals Amanda Waller. Ah, okay, das war jetzt der Anfang. Ja, ging schon auf jeden Fall ab am Anfang. Ich würde aber sagen, was weiter passiert, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!